Hallo Leute, mein Name ist Martin Grohe und herzlich willkommen zu den WWE News. Die Themen heute: Singles Push für einen New Day Member, außerdem Infos zum Daniel Bryan WWE Vertrag und wird CM Punk All In gehen. Und schon mal vorweg, ich habe für den Rest des Videos vergessen, mein externes Mikrofon anzuschließen. Das heißt, dass der Ton nicht so gut ist. Also sorry dafür, wird beim nächsten Mal wieder besser sein. Für Money in the Bank hat sich in der letzten Smackdown-Ausgabe New Day qualifiziert und die müssen jetzt ein Mitglied auswählen, welches für sie repräsentativ in dieses Match kommt. Und hier geht man momentan davon aus, dass es sich um Big E handelt, denn generell war sowieso ein Singles-Push für Big E geplant, was zwar immer noch nicht heißt, dass New Day sich trennt, aber dennoch kann man hier mit Big E, glaube ich, noch ein ganzes Stückchen nach oben gehen. Einige Verwirrung gab es von Zuschauern, die sich Table for 3 auf dem WWE Network angeguckt haben. Das Ganze mit AJ Styles, mit Kurt Angle und mit Shane McMahon. Denn dort wurde Footage gezeigt von TNA Impact. Gleichzeitig auch noch Werbung für das Global Wrestling Network, wozu Impact ja auch mitgehört. Das heißt quasi, dass das WWE Network für ein anderes Wrestling Network Werbung gemacht hat. Das haben die da drüben auch deutlich gemerkt, denn für die App gab es auf einmal einen extremen Anstieg von den Download-Zahlen. Das heißt, das hat auf jeden Fall schon ordentlich was gebracht. Und dann gab es natürlich wieder Gerüchte, dass die WWE jetzt doch irgendwie TNA gekauft hat oder Teile oder irgendwie sonst was. Das Ganze ist aber hier viel einfacher, man hat einfach den Deal gemacht, dass man sich hier so einigt, dass die das Material verwenden können und dafür das WWE Network ein bisschen Werbung für die macht, was halt wie gesagt auch schon sehr gut ausgegangen ist. Sieht denn also eh schon aus wie ein Schritt in die richtige Richtung, so könnte man auch für spätere WWE Produktionen, zum Beispiel auch für die DVDs, einiges an TNA Footage verwenden, sofern sie denn Werbung für das TNA Network machen, ich nenne es jetzt einfach mal so. Und ja, kann man machen, oder? Immer mal wieder habe ich ja hier über die UK-Show berichtet und wie man jetzt eigentlich mit dem United Kingdom Roster weitermachen möchte, nachdem man im letzten Jahr ja ein großes Turnier veranstaltet hat und die dann mal sporadisch bei NXT eingesetzt wurden oder auch mal gar nicht. Und jetzt kam aber die nächste Meldung dazu, denn am 18. und 19. Juni wird es ein weiteres United Kingdom Turnier geben und der Sieger daraus wird gegen Pete Dunne antreten um den UK-Titel. Die Leute, die da antreten, sind schon einige bekannte Namen aus dem Indie-Bereich, aber auch schon Leute, die beim ersten UK-Turnier mit dabei waren. Also eine bunte Mischung. Außerdem wird man auch mit NXT dann noch ein bisschen für mehr Aufmerksamkeit sorgen für dieses Turnier. Wird also wieder eine ziemlich coole Geschichte, sollte man sich angucken. Charlotte Flair musste in der letzten Zeit einiges über sich ergehen lassen, denn es gab zwei Verletzungen mit zwei Operationen für diejenigen. Und begonnen hat das Ganze mit einem zerrissenen Brustimplantat, denn das hat sie sich schon vor einigen Monaten zugezogen, wollte sich dann aber nicht operieren lassen, weil ja dann WrestleMania vor der Tür stand. Dann wollte sie sich nicht operieren lassen, weil ja dann Backlash vor der Tür stand. Und dann wollte sie sich nicht operieren lassen, weil ja denn die Europa-Tour vor der Tür stand, wo die WWE-Superstars ja noch einiges an Geld dazu bekommen. Jetzt aber nach der Tour muss sie sich da auf jeden Fall jetzt drum kümmern, denn sie will ja nicht auch noch den SummerSlam oder so verpassen. Dazu kam noch, dass sie in Oberhausen ein Match gegen Carmella hatte, wo sie einen ihrer Zähne verloren hat. Und das scheinbar auch im Bereich der Front, denn sie wollte und konnte mit dem einen Mädel kein Foto machen. Das Ganze wurde dann aber auch schon gleich wieder behoben und dann wurde sie auch frühzeitig wieder nach Amerika geschickt, da es da dort auch noch einige Termine gab, die sie wahrnehmen musste. In jeder News-Ausgabe gibt es jetzt irgendwie immer wieder was von Cena und Nikki Bella und hier gibt es jetzt die Infos darüber, was dann nach der Trennung passiert ist. Und zwar ist Nikki Bella vorübergehend zu Brie und Daniel Bryan gezogen. Dort war sie aber nicht wirklich offiziell gemeldet, also weiterhin offiziell wohnt sie noch bei John Cena. Der hat nämlich gesagt, ey, wenn wir jetzt sowieso übelst im Stress sind, von wegen Trennung und so weiter, dann braucht nicht noch der Umzugsstress mit dazu kommen. Also machen wir alles ganz langsam und so. Ist also schon mal nicht ganz so top, um wirklich einen Strich zu ziehen, aber gut. Außerdem gab es ja auch schon das Gerücht darüber, dass sie auch ab und zu noch mal ein paar Nächte dort verbringt. Und ja, einige Leute gehen auch schon momentan wieder davon aus, dass die beiden eh wieder zusammenkommen. Big Cass hat während dem Segment mit dem kleinwüchsigen Daniel Bryan sehr viel Heat gezogen und das nicht vom Publikum, sondern von den Backstage-Offiziellen. Denn Big Cass wollte unbedingt, nachdem er dem Kleinen noch einen Big Boot verpasst hat,
ihn weiterhin verprügeln. Dazu sagten aber die Offiziellen, nein, kannst du lassen, gib ihm den Big Boot und geh raus. Dann hat Cass Vince McMahon gefragt, der nun mal immer das letzte Recht hat und da irgendwas entscheiden kann, ob er denn danach, nach dem Big Boot, noch den Kleinen zusammenschlagen kann. Und auch Vince sagte, nein. Das Ganze stand denn also nicht im Skript und er hat offiziell den Verbot bekommen, den danach noch weiterhin zu attackieren. Und was hat er gemacht? Er hat drauf geschissen und hat nach dem Big Boot den weiterhin zusammengeprügelt. Was natürlich Backstage, gerade weil man ja des Häufigeren darüber gesprochen hat, nicht gut ankam. Wenn er es jetzt einfach gemacht hätte, weil es gerade gepasst hätte, dann okay, aber man hat drüber geredet und wenn man es denn macht, das ist schon arg dämlich. Gerade in einer solchen Situation. Inwieweit man jetzt Big Cass mehr auf die Finger haut, das muss man jetzt natürlich sehen. Dennoch war es auf jeden Fall Backstage erstmal nicht wirklich positiv angekommen. Der WWE-Vertrag von Daniel Bryan läuft ja im September aus und ursprünglich hat er ja gesagt, wenn er nicht mehr eingesetzt wird, dann wird er auf jeden Fall die WWE verlassen, um woanders wieder wresteln zu dürfen. Jetzt darf er ja für die WWE wieder wresteln und somit geht man auch eigentlich davon aus, dass der Vertrag hier verlängert wird, obwohl das momentan noch nicht passiert ist. Das heißt, eigentlich könnte er auch immer noch im September die Company verlassen, aber wie gesagt, die meisten gehen davon aus, jetzt ist doch wieder alles schick, also kann auch bleiben. Dann noch etwas sehr Interessantes, was das All-In-Event angeht von Cody Rhodes und den Young Bucks, also die eigene Wrestling-Veranstaltung geplant von denen. Und zwar holen sie sich für die Veranstaltung ja sehr viele bekannte Indie-Namen. Und es gibt ja immer noch die Frage, was denn jetzt mit CM Punk ist. Denn CM Punk dort zu haben, wäre auf jeden Fall eine extrem krasse Sache. Und einen Tag vor All-In ist CM Punk in Chicago, natürlich, da wohnt er. Aber er ist dort für eine Autogrammstunde von Pro Wrestling Tees eingeteilt. Das heißt, er arbeitet da auf jeden Fall schon mal mit Pro Wrestling Tees zusammen. Das ist eine Seite, die halt von verschiedenen Independent Wrestlern T-Shirts verkauft. Und die haben also einen Tag vorher mit CM Punk eine Autogrammstunde geplant. Was natürlich hier auch nochmal Öl ins Feuer gießt, ob CM Punk bei dieser All-In-Veranstaltung mit dabei sein wird. Alles steht und fällt mehr oder weniger, so geht man momentan davon aus, von dem UFC-Fight, den er hat. Denn in 2-3 Wochen steht er bei UFC 225 in Chicago wieder im UFC-Octagon und wird da erneut versuchen, ein bisschen was zeigen zu können. Oder überhaupt mal was zeigen zu können. Und mal schauen, wie dieser Kampf hier ausgeht. Vielleicht entscheidet sich Punk ja dann doch wieder, dass man All-In gehen könnte. Es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte, gerade mit Punk generell. Die ganze Story ist eigentlich schon ziemlich interessant. Freunde, das war's auf jeden Fall dann auch erstmal mit den WWE-News. Und dann gebt dem Video noch Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal hier kostenlos auf YouTube zu abonnieren. Und wenn ihr meine Videos eher und Raw und SmackDown Reviews sehen wollt wöchentlich, dann könnt ihr gerne meinen Twitch-Kanal abonnieren. Da gibt es nämlich auch alle meine Videos. Also schaut da mal vorbei und gut, ansonsten sehen wir uns Sonntag, Freunde, WWE 2K18 Livestream, der wird sehr geil, also Sonntag 20 Uhr auf Twitch, ist kostenlos, schaut da vorbei und dann werden wir auch mal gucken, welchen Gegner wir Punk geben, also ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, euren Wunschgegner für CM Punk bei meinem WWE 2K18 Livestream am Sonntag und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.